Was machst du denn? Das finde ich jetzt wiederum schlecht gemacht. Dass man doch erst gedrückt halten muss und dann. Schlecht gemacht. Durch das ganze Event hatte ich nicht mal die Möglichkeit zu gewinnen. Abwarte. Ich hasse das! Ja, guck, ich mach eh und es bringt nichts. Ich hab halt gehämmert wie verrückt. Nee, hat einfach keinen Sinn gehabt. Was denkst du, ob du tödlich verwundet bist? Ja. Na, jetzt habe ich noch einen Polizist erschossen. Jetzt kommt auf jeden Fall in den Knast. Oder einfach davon. Und die Briefscheiße. Deiner Frau und Frau sah, dass ich dich eigentlich erschossen habe. Wahrscheinlich. Oder ist es ein Brief an mich? Nee, der Brief ist schon für seine Frau. Oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her. Tja, hast einen schönen Bart dir wachsen lassen. Hast du denn den Hüftschwung gemerkt? Naja, er ist nicht mehr in den Knast gegangen, das ist er natürlich froh. Wie lange hat sich wohl Zeit gelassen, deinen Brief doch herzubringen? Er hat wohl auch doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. 2-3 Wochen? Nee, Bart braucht länger, ne? So Vollbart. Vielleicht ein Jahr? Nee, ein Jahr nicht.
hat er halt ein schlechtes Gewissen. Sie sind halt doch Freunde geworden. Sie sieht ihn aber noch. Oh ne, doch nicht. Das ist so blind kann man doch jetzt auch nicht sein. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. And the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Wow. So typisch in einem Motel. Unangekommen. Oh, ja. Ist, ja? Ist er nicht? Alex, ich wollte gerade sagen, wo ist Alex? Wo ist seine Frau? Dann nimm ihm Container, hey, ne? Hi. Naja, da hat die Polizei ja als erstes geguckt. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine. Weiß jetzt gar nicht, was für Emotionen man zeichnen soll, oder? Fire! Aim! Na, eigentlich ist es traurig. Aim! Ist mir egal, wer gestorben ist. Es ist traurig. Solange nur rechts rückt, baut man Autounfälle. Ja. Das Gewissen nagt ganz schwer. Wie fandst du A Way Out? Ich fand's cool. Ich finde es toll, dass man einfach diese Story, also es ist sehr viel Story. Ich finde es cool mit der Spielweise. Ich hoffe, es kommen mehr Spiele in der Art. Das Story war ja jetzt quasi so, eine Testversion, oder? Wie die Leute an so Spiele rangehen, wie sie so Spiele aufnehmen. Also ich persönlich finde es richtig cool, dieses eben zwei Spieler und
zusammen eine Story, also nicht so ein klassisches Multiplayer wie sonst, sondern eben, dass es mehr dieses, ja, Story-Spiel ist, weil ich persönlich stehe halt mehr auf Story und das ist das Wichtigste an so einem Spiel. Every other night.